Hallo und herzlich willkommen hier in der wunderschönen Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Konzerthalle in Frankfurt-Oder. Mein Name ist Anne-Kathrin Meyer und ich bin die Projektleiterin des allerersten Frankfurter Symphonic Mobs. Mein Name ist Howard Griffiths. Ich bin die künstlerische Leiter und General Music Director des Brandenburg Staatsorchesters. Und ich werde dieses Symphonic Mob leiten. Vier Tänze stehen auf dem Programm. Der ungarische Tanz 1 und 5 von Johannes Brahms, den der ein oder andere sicher schon mal einmal gehört hat. Und von Antonín Dvořák die slawischen Tänze 1 und 2. Ich hoffe, dass viele von Ihnen kommen und mit uns spielen werden. Ich würde Sie hüten. Sie müssen keine Angst haben. Nur Freude. Bringen Sie Ihr Instrument, ein guter Kopf und viel Freude. Und wir werden viel Spaß miteinander haben. Die Noten für den Symphonic Mob könnt ihr euch auf der Website www.symphonic-mob.de unter der Rubrik Vorbereiten herunterladen. Dort gibt es extra vereinfachte Stimmen, die sind arrangiert, oder auch die Originalstimme. Außerdem haben die Musiker vom Brandenburgischen Staatsorchester Tutorials aufgenommen, in denen ihr Tipps und Hinweise zu den einzelnen Stimmen findet. Symphonic Mob. In Englisch Mob ist eher etwas Negatives. Es heißt, sind viele Leute miteinander. Aber Symphonic Mob ist etwas ganz anderes. Und ich freue mich auf Ihnen und wir freuen uns alle sehr auf dem Brandenburg Staatsorchester auf einen super Anlass am 18. September 2016.